Essen, dann zu Bieren putzt. Soll ich noch schnell einen Laden überrennen? Ja, vergiss es. Geht auch ohne. Hey, sag mal, da sieht es mehr aus wie in einem Saustall als wie in einem Club. Und mir ist schlecht. Es muss auch nicht perfekt sein. Hauptsache ist, die Musik stimmt und es kommen ein paar geile Leute. Komm mal schauen, ob es mit der Bass stimmt nicht. Maja, was ist los? Mir ist Katz schlecht. Das ist aufregend. Nein, das ist nicht aufregend, das gibt einen Bub. Gell, wenn er mir schlecht ist, gibt es sicher einen Bub, oder? Wow. Hoffentlich wird das nicht so ein Doppel wie sein Vater. Ciao zusammen. Was machst denn du da? Sag mal, Michael, was machst du da in der Zeit? Sehnsucht, das sagt man dem, glaube ich. Sehen wir uns heute oben? Nein, das geht nicht mehr in der Öffnung. Ja, dann komme ich voran. Ganz, ganz kurz. Ja. Bitte, bitte. Michael. Nein. Wilma. Julia. Du sollst doch auch teuren. Es ist niemand da oben. Das haben wir so angefangen. Oh, das ist echt der erste Job, den ich mir da angefasst habe. I see your picture. Line on the floor. Fantastisch! Wirklich! Der sieht so feierlich aus. Gehen wir mal den Champagner drauf machen. Liebe Großmutter, es ist eine illegale Party. Alkohol wird mit der Hand ausgeschenkt. Also das bitte. Unter der Hand? Wie meinst du das? Mami, damit wir es nicht sehen. Was darf man denn sehen, wenn ich Orangensaft trinke? Das glaubt kein Mensch, da hat sie recht. Ich finde das eine gute Sache, muss mich aber leider verabschieden. Amüsiert euch gut. Ach, hat auch noch einen kleinen Unkostenbeitrag. Hoffentlich reicht das. Ciao, Miland. Tausende, so geil. Sieht gerade noch aus mir. Was habe ich gesagt? Ist das nicht ein reizender Mann? Scheiße, der ist schwarz. Was machen wir jetzt? Was sollen wir jetzt machen? Das ist eine Geburtstagsparty, ist das klar? Eine private Geburtstagsparty. Wer hat den eingeladen? Wieso kommt der? Ich denke. Es sollen doch möglichst viele Leute kommen. Ja, eben. Und dann haben wir die Geburtstagsparty da. So, Geburtstag. Wer hat denn da Geburtstag? Ich, Herr Schwarz. Ich habe Geburtstag. Und dazu hat mich Ihre Mutter eingeladen. Meine Tochter hat doch schon immer eine Vorliebe für Sie gehabt, Herr Schwarz. Sie hat es Ihnen nur noch nie gesagt. Ja, aber jetzt habe ich gar kein Geschenk. Aber das ist doch Wurst, Herr Schwarz. Macht doch nicht. Oh, Gott, oh. I see your picture lying on the floor. Should have known better as I walked through that door. Told you it's over, now I regret. Cause I remember the good times we had. It's getting stronger day by day. Can't wait no longer, but it's so hard to say. Know I was wrong and I made my mistake. Not to return all the love that you gave. So baby, don't try. Es ist geschlossen. Ich muss zu meiner Schwester, Maya Lüthi. Haben Sie einen Flyer? Wie? Nein, Lüthi. Hey, ich bin so aufgeregt. Ich kann das einfach nicht. Natürlich kannst du das. Siehst gut aus. Papi! Was machst denn du da? Also, mit dir haben wir jetzt überhaupt nicht gerechnet. Ich meine, du kommst im Jura. Hallo zusammen. Heil, dass du kommst. Was wird da gefeiert? Also, Papi, unser Knopf. Willst du etwas trinken? Nein, nein, mach einen für dich. Wo ist Maya? Maya. Ich muss mit dir reden. Ja, nur mal schnell. Lass doch mal kurz zu.
zwei Kinder und keinen Vater. Das schaffst du nie. Maja, wie stellst du das vor? Sag mal, was interessiert dich das eigentlich? Ich mache mir Sorgen. Der Frick, ja? Das ist einer, der dich in den Dreck fallen lässt, wenn er genug hat. Das geht dir nicht, Martin. Überhaupt nicht. Haben ihr das zusammen besprochen? Was? Spinnst du? Wie kommst du da drauf? Ihr versteht euch ja so gut. Schau, lass mich in Ruhe. Das ist mein Leben. Maja, er ist ein Schwein. Er ist ein totales Schwein. Ein Kind von dem. Ich liebe ihn und er liebt mich. Ist das jetzt klar? Los, Julia, wir müssen zusammen reden. Wegen Papi? Der Gerber hat angerufen. Du hast eine 3er im Latein und in der Mathe hast du schon total nachgelassen. Arschloch. Also, Julia, das kann so nicht weitergehen. Das ist nur wegen dem... Ach, ich verstehe es ja, ehrlich gesagt. Nicht verstehst du, Mami. Hey, ich bin nicht so blöd, wie du denkst. Der Lucky. Natürlich ist er nett, aber er tut dir nicht gut. Du hängst nur noch bei der Maya in der Bar rum. Dort läuft wenigstens etwas. Schau, Mami, die erste Liebe ist die wichtigste. Und die bestimmt deine Beziehungsfähigkeit für das ganze Leben. Ich muss mich jetzt einfach darauf einlassen. Und offen sein. Innerlich. Du hast dich verändert, Julia Schätzi. Die Pubertät? Das ist typisch für mein Alter. Hat der Papi eine Affäre? Hä? Was? Wie kommst du jetzt? Nein, sicher nicht. Also, du hast aber auch Ideen. Ich muss jetzt gehen. Du bist irgendwie so gestört in letzter Zeit. Und der Papi schläft nie mehr da. Seit der Disco-Eröffnung war er nie mehr da. Los, Julia. Wegen Lucky. Du solltest den Umgang mit ihm ein bisschen einschränken, auch wenn du jetzt glaubst, er sei deine erste Liebe. Du bleibst daheim, gell? Auf was der Papi anläutet. Könntest du bei dieser Gelegenheit wieder mal ins Latinbuch schauen? Ja, hallo? Maya? Ist der Lucky da? Glaubst du nicht, dass der Pass langsam ins Bett muss? Ich könnte nicht ins Bett. Ich hasse das Baby, mir ist erst nie. Ich habe das auch immer total gehasst. Gang jetzt, Pascal. Erzähl dir noch eine gute Nachtgeschichte. Hey? Familie ist schon etwas Schissiges. Viel? Meine jedenfalls. Was ist denn los? Meine Eltern. Sie haben riesige Lampen und ich habe das Gefühl, sie trennen sich bald. Ja, was echt? Wir stehen doch aufeinander, das sehe ich vom Schiff aus. Hast du das Gefühl? Ich glaube, in letzter Zeit hat sich irgendetwas verändert. Das ist doch normal, nach so langer Zeit, dass du keinen Honeymoon mehr hast. Solltest du mal meine anschauen? Die reden kein Wort mehr miteinander. Das Fernsehprogramm, wenn es hochkommt. Ehrlich? Ja. Und du mit ihnen? Ich meine, siehst du sie noch ab und zu? Nein, das ist erledigt. Jedenfalls von innen aus. Wie meinst du von innen aus? Sie reden nicht mit mir, verstehst du? Und jetzt kein Wort mehr über die Tropenköpfe, ist klar? Was für ein Trappenkopf? Ein Fesselsöpfchen. Zu viel Rausch, Schwesterherz. Lass mich in Ruhe. Das war nur ein Tipp. Thomas. Ha? Was ist los? Ich habe nicht das Gefühl, wir sollten langsam etwas unternehmen. Wegen was? Das weißt du ganz genau. Wegen unseren Alten. Und was soll ich mir da unternehmen? Mit ihnen reden.
Wenigstens. Die hören wahrscheinlich von uns. Mal, ich glaube schon. Weißt, wir müssen so eine Art Familienrat machen. Zuvor die Eltern immer grausam, wenn die jungen Zügel in die Hand nehmen. Hat auf jeden Fall der Lucky gesagt. Der Lucky? Der Lucky hat dich beraten? Ja. Ich habe ihm alles erzählt und er hat sich wirklich damit auseinandergesetzt. Etwas dagegen? Und das hässliche Rausch? Hast du auch für ihn aufgebaut? Es geht dir nichts an. Aber wenn du es genau wissen musst, ja, ich bin mit ihm verabredet. Jetzt schon zu spät. Tschüss und schönen Abend. Und der Familienrat ist dann morgen, gell? Dann sind alle da. Ein Psycho bei der Grossmama komm rein? Nein, nein, eigentlich. Ich komme jetzt in den Lucky abholen. Du, der ist nicht da, der Typ frei. Frei? Ja, aber wir haben abgemacht. Ja, Thomas, Julia, geht es dir darum, dass wir mehr als Familie zusammen unternehmen sollten? Ja, zum Beispiel. Und wir reden. Wir hätten einfach gerne, dass ihr uns einmal von euren Problemen erzählt. Bitte Schluss jetzt, ja? Sind wir da vor Gericht oder was? Also ich muss sagen, das Ganze geht euch nichts an. Oder? Kathrin? Das ist eine Schnapsidee, Familienrat. Früher haben wir das nämlich gesagt gemacht. Komm, Julia, das war vielleicht gleich nicht so eine gute Idee gewesen. Lassen wir die beiden allein, das tut ihnen besser. Das siehst du doch. Jetzt ist es wieder wie ein Kind. Und ich bei jedem Streit Panik hatte, ich lasse euch scheiden.